Good morning in the morning. Es ist Zeit für die kollektive Tagesenergie. Was ist denn hier heute so los im Seelenkollektiv? Wir haben ja jetzt Freitag tatsächlich. Friday. Vier der Münzen. Eine gute Basis. Es ist so ein bisschen, als wenn sich jemand diese Woche sehr, 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 sehr hart durchgekämpft hat, im wahrsten Sinne des Wortes durchgekämpft hat und jetzt aber so ein bisschen, ja, ich würde sagen, etwas überwindet. Drei der Schwerter ist ja manchmal auch so ein bisschen die Energie von Herzschmerz, aber dennoch eine sehr gute Energie zum Loslösen, weil sie sagt, die Person findet jetzt wieder in den Verstand. Möglicherweise hat hier gerade vor kurzem eine Trennung stattgefunden, vielleicht auch eine arbeitstechnische Trennung, das kann ebenfalls eine Rolle spielen, aber diese Person schließt hier endgültig ab mit einer gesunden Basis. Und die Sieben der Kelche ist die ja neue Energie, die reinkommt, dieses neue Schwärmen, diese neue Fantasien, die aufkommen, indem einfach ja Schluss gemacht wird. Und damit kann hier auch, die Würfel sind gefallen quasi, ja, sie stehen still, das Glück ist wieder dabei, in einen neuen Zyklus reingegangen werden. Also hier Wochenabschluss im wahrsten Sinne des Wortes, auch auf energetischer Ebene, sehr, sehr schön. Ah, sie flippte hier so. Und wir haben hier mit den Sieben der Münzen auf jeden Fall wieder die eigene Langfristigkeit an Bord. Wir haben die Herrscherin, das heißt, die Fruchtbarkeit kommt hier wieder zum Tragen. Auch manchmal das Thema Liebe, Selbstliebe, die eigenen Gefühle kommen wieder. Und gerade auch das eigene Gefühlsleben nach einem Abschluss neu zu erkunden, ist auch etwas, was ein Zyklus, ein Zwischenzyklus darstellt, besonders im Hinblick auf die eigenen Fantasien, die eigenen Sehnsüchte. Und sorgt letztendlich auch dafür, dass dann mit deinem eigenen gesunden Selbstgefühl auch in einen weiteren neuen Zyklus gegangen werden kann, unabhängig davon, ich sage ja, das Glück ist an Bord, unabhängig davon, was der Grund war für diesen Abschluss. Ja, wie gesagt, es kann auch manchmal sein, dass hier jemand seinen, ja, Job gehen lassen musste, unabhängig davon, dass es natürlich auch die Liebes, ja, Beziehung sein kann, die hier losgelassen wurde. Und auch da muss man zu sagen, bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen geht es langsamer. Manchmal kickt auch dieses Drei der Schwerter, dieser Liebeskummer, dieser Liebesschmerz, diese notwendige Einsicht, die gewonnen werden muss, auch erst später. Je nachdem. Man sagt ja auch ganz, ganz oft, dass Frauen sich eigentlich in der Beziehung schon loslösen und dann relativ schnell wieder in ihr eigenes Gefühlsleben reinfinden können. Sofern eben ein Abschluss geschaffen wurde. Und das ist auf jeden Fall hier bei der Person der Fall. Mit der Sonne kommt hier auch die Energie zurück, wie gesagt, das Glück zurück. Hier ist die, ja, die Zuversicht, hier ist auch wieder diese, ja, manchmal auch dieses Unbesonnene, so kann man das auch sagen, ne? Es geht wieder leichter vorwärts. Was zeigt sich denn noch hier im Seelenkollektiv? Der Ritter der Stäbe. Ja, hier kann sich nämlich eine Gelegenheit auftun. Und der Ritter der Stäbe, der fordert quasi so ein bisschen diese Abenteuerlust jetzt auch tatsächlich an den Tag zu legen, weil der Ritter der Stäbe steht auch für neue Energie, die reinkommt. Das heißt, die Sonne, die ja Energie bringt, forciert im Endeffekt das spontane Handeln, das Abenteuer, etwas Unbekanntes. Ja, ich sage ja, Unbesonnenheit ist hier ein sehr großes Thema, besonders im Hinblick auf die, ja, auf dieses wohlige Gefühl der sieben Kelche. Und es könnte sich hier möglicherweise am Wochenende etwas auftun. Verwehre dich dem nicht. Ja, folge deinen Impulsen im wahrsten Sinne des Wortes, weil dafür stehen die Ritter auch. Sie bringen manchmal gewisse Impulse.
in Kombination mit den Buben. Also hier neue Impulse für eine losgelöste... Ja, was soll ich denn dazu sagen? Hier wird definitiv Energie benötigt. Hier ist auch die Erkenntnis drin. Und das ist eigentlich schlussendlich auch die Basis, von der ich schon gesprochen habe. Ne? Hier wieder Verlässlichkeit, Ausdauer, Langlebigkeit, geduldig sein, ja, die Überraschungen des Lebens tatsächlich auch einfach mal annehmen. Also auch dafür stehen die 7 Münzen. Es kann eine Überraschung geben. Und die 10 der Stäbe ist die Energie von rein in eine neue Lebensaufgabe, rein auf eine neue höhere Ebene und damit auch wieder in die Energie der 2 Kelche, in die Energie der Anziehung. Also hier kommt eine wichtige Begegnung zum Tragen aufgrund dessen, dass diese Person sich dazu entschließt, hier wirklich ja, einen Cut zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, sich wieder ins eigene Energiefeld zu ziehen. Unabhängig davon haben wir hier eine Beobachtung. Das heißt, du wirst hier definitiv beobachtet werden. Ich frage mal nach, ist die Beobachtung positiv oder negativ? Ist die Beobachtung positiv? Also hier sollst du auf jeden Fall dein Ding machen. Ich würde das in der Konstellation eher so sehen, als wenn du beobachtet wirst. Ob es nun... Huch! Das sind doch ein bisschen zu viele. 3 auf einen Streich. Als wenn du beobachtet wirst. Argwöhnisch beobachtet wirst. Ah, nicht schon wieder 2 auf einmal. Liebes Universum, kriegen wir darauf eine Antwort? 10 der Schwerter, der notwendige Schlussstrich. Ja gut, es kann sein, dass sich tatsächlich hier eine Person beobachtet. Ha, okay. Und schaut, hier, pass auf. Wir haben natürlich mit den 7 der Münzen auch nochmal die Vergangenheit, ne? Zeichen aus der Vergangenheit, die reinkommen. In dem Moment, wo du deine Energie wandelst, ja, dich wieder auf deine Dinge konzentrierst, den Fokus neu setzt und damit wieder in die Anziehung gehst, löst du ja schlussendlich auch dieses letzte verbundene Band zwischen euch zwei beiden. Ja, mit jedem Menschen, mit dem wir eine Verbindung eingehen, auch auf beruflicher Ebene, haben wir natürlich eine gewisse energetische Verbindung. Mit dem Platz, wo wir vorher gearbeitet haben, zum Beispiel natürlich auch. Und jetzt wirst du hier nochmal vielleicht unter Umständen auch ein bisschen geprüft, ob du wirklich hier einen Schlussstrich gezogen hast. Na? Und auf dich auch wirklich tatsächlich emotional gelöst hast. Das heißt, mit dieser Überraschung und vielleicht sogar mit den Nachrichten, die du darüber kundtust, ja, hey, ich habe einen neuen Job gefunden, der ist total super, ich werde mega bezahlt, oder hey, ich habe ein Date und das lief klasse und so weiter und so fort. Manche Menschen erzählen das dann ja auch auf Social Media. Und dann kann es durchaus sein, dass du hier so ein bisschen argwöhnisch beobachtet wirst. Ist das jetzt nur gespielt oder ist das ernst? Da könnte sich nämlich nochmal durchaus ein kleiner Konflikt gestalten. Ich lege mal eine Energie mit den Lennys auf diese Angelegenheit unten. Ja, die Hürde, die Blockade. Es kann durchaus sein, dass du hier nochmal, ich würde nicht sagen, getestet wirst, aber... Deine Standfestigkeit, deine Basis könnte hier nochmal auf den Prüfstand gestellt werden. Aber es sieht hier sehr, sehr gut aus. Du gehst hier definitiv ins Wachstum rein und lässt dich nicht davon abhalten. Wir fragen mal weiter. Was zeigt sich denn noch auf diese Prüfung mit dem Tarot? Also, ich sag mal so, diese Blockade, die nochmal reinkommt, die ist wichtig für dein Leben. Ja, hier ist nochmal die Konfliktlastigkeit, der ein Impuls, der sich auftut mit dem Pagen der Schwerter. Definitiv nochmal Klärungsbedarf und auch der Hinweis auf Spionage und Beobachtung. Ja, das heißt, du wirst hier auf jeden Fall beäugt werden durch deinen energetischen Wandel. Kriegen wir noch eine. Aber, nee, du ziehst hier straight dein Ding durch, gehst in deine eigene Wunscherfüllung, also
perfekt. Ja, Freitag, schönes Wochenende, schönen Start und alles Liebe.